Im Wesentlichen, wenn dein Energiekörper ausgeglichen und voll aktiviert ist, kann es bei dir keine physischen oder psychischen Beschwerden geben. Das ist einfach nicht möglich. Ich kann dir Hunderte und Tausende von Menschen zeigen, die ihre Leiden vollständig überwunden haben. Einfach nicht durch irgendeine Behandlung, sondern einfach, weil sie ein gewisses Gleichgewicht in das System gebracht haben. Es gibt beliebig viele Menschen. Es ist nicht irgendeine Art von Wunder. Es ist lediglich ein tieferes Verständnis des Systems. Und das System ist ein Wunder. Daran besteht kein Zweifel. Dies ist ein Wunder, nicht wahr? Nein? Ja oder nein? Es ist ein phänomenales Wunder, nicht wahr? Die Magie ist also schon da. Man muss nur richtig damit spielen. Das ist alles. Man muss nicht extra zaubern. Alles ist schon magisch. Ist das nicht so in der Existenz? Ja oder nein? Jedes Atom ist eine Magie für sich, weil wir noch immer nichts darüber in seiner Gesamtheit herausgefunden haben. Also, ganz einfach. Du musst kein großartiges Yoga machen, dich auf den Kopf stellen und all das. Einfache Dinge. Wenn du richtig atmest und deinen Körper in einem gewissen Gleichgewicht hältst, wirst du sehen, es gibt keinen Grund, irgendwelche Krankheiten zu haben. Es gibt zwei Arten von Erkrankungen. Eine ist infektiös. Infektiös bedeutet, dass es sich um eine Invasion von außen handelt, die wir mit Medizin behandeln müssen. Dafür musst du zum Doktor gehen. Aber über 70% der Erkrankungen auf dem Planeten sind chronischer Natur. Das heißt, du produzierst deine eigenen Krankheiten. Selbsthilfe nennt man das. Weil niemand dich belästigt, willst du dir selbst etwas antun. Also sind die meisten der über 70% der Erkrankungen auf Selbsthilfe zurückzuführen. Menschen erzeugen Krankheiten von innen heraus. Und dies kann von keiner Medizin geheilt werden. Du kannst es nur bewältigen. Du kannst es niemals heilen. Aber die eigentliche Quelle des Erschaffens dieses Körpers ist in uns selbst. Es kommt von innen. Dein Herz, Leber, Niere, alles wird von innen drin hergestellt, nicht wahr? Wenn du bestimmte einfache Dinge tust, wenn du es zulässt, geschieht Wiederherstellung auch von innen her. Und jeder Mensch ist dazu in der Lage. Es ist nur so, dass sie dem nie Beachtung geschenkt haben. Der einzige Vorteil ist, wenn du zu einem Doktor gehst, wird er das machen. Diese Sachen musst du machen, das ist das einzige Problem.